Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Leute, ich weiß ja, meine LPs sind langweilig, aber warum schlaft ihr alle? Nein, wir gucken heute, ob wir den Verbleib von Emily herausfinden können. Und retten sie im besten Fall auch heute noch. Mir gefällt das hier überhaupt nicht. Die Gruppe da drinnen ist furchtbar schnell gestorben. Und jetzt rufen sie alle Leute zusammen. Haben gesagt, ich müsse noch ein Paket befördern. Aber ich werde lieber eine Weile am Flussufer bleiben und mir das alles aus sicherer Entfernung ansehen. Besser so, Samuel, besser so. Emily schließt sich in dem Chaos den Kopf. Sie zogen sie weinend ins wartende Schiff. Sie rief deinen Namen. Und hoffentlich können wir sie bald wieder in die Arme schließen. Und wir schauen uns mal in der Kanalisation um. Hier gibt es ja ab und zu mal was Neues. Ich höre auf jeden Fall schon wieder meine Freunde. Hi. Na komm, sag. Ah. Danke für die Perle. Ich meine, an sich brauchen wir wirklich kein Geld mehr mittlerweile. Aber einfach, weil wir es können und weil Garrett stolz auf uns wäre. Reinigen wir die Kanalisation noch ein bisschen. Ich frage mich gerade, war diese komische Reflexion hier schon immer? Ist mir noch nie aufgefallen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Taschenuhr der Carmines. Endlich! Zeit, diese Hütte gegen einen Ort zu tauschen, der meinem Stand entspricht. Alle edlen Familien des Kaiserreiches werden zu den Pendletons aufsehen. Wallace, bevor du dich unten mit Havelock triffst, bring dies hier zum Boot für mich. Ich werde in den nächsten Tagen die wichtigsten Kapitel aufnehmen. Wallace, bevor du erschossen wirst, bring gefälligst meine Sachen ins Boot. Ich frage mich, ob man hier von allen noch so eine Last Final Message finden kann. Aber wahrscheinlich eher nicht. Na komm. Was haben wir hier noch? Granaten. Ein bisschen Lebensenergie. Und ein Brief. Allgemeine Informationen. Seien Sie auf der Hut vor den Mitgliedern der Verschwörung. Einige sind noch immer auf freiem Fuß. Wenn sie entdeckt werden, müssen sie sofort getötet werden. Bringen Sie Ihre Körper in den Zwinger, aber rühren Sie sie nicht an. Piero Joplin vermisst. Verhören, dann exekutieren. Anton Sokolov vermisst. Verhören, dann exekutieren. Lydia Brocklane tot aufgefunden. Wallace Higgins tot aufgefunden. Corvo Atano für tot gehalten, vermutlich vermisst. Bei sich Kontakt töten. Samuel Beechworth vermisst. Bei sich Kontakt töten. Dieser alte Bastard, ey. Die Frau im Turm ist Callista Kerner und ein Opfer der Umstände. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Lassen Sie sie in Ruhe, aber erlauben Sie ihr nicht, das Gelände zu verlassen. Sie steht unter meinem Schutz. Lord Regent Havelock. Das ist derselbe Brief hier nochmal. Schauen wir uns nochmal kurz im Pub um. Jetzt, wo alle elektrisch schlafen geschickt wurden. Havelocks Anordnung für die Wache. Hauptmann Manning, wir haben die Verschwörer zum Houndpits Pub zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach dem Naturphilosophen Piero Joplin und Anton Sokolov. Tun Sie alles Notwendige, um die Aufzeichnungen zum verbesserten Blitzpfeiler sicherzustellen, an dem die beiden gearbeitet haben. Unterziehen Sie die beiden einem gründlichen Verhör und wenn Sie alles gesagt haben, was Sie über den Pfeiler wissen, töten Sie sie. Bringen Sie mir den Blitzpfeiler zusammen mit allen Aufzeichnungen und Plänen.
Die beiden mögen zwar zwei der begnadetsten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo daran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Caldwin bei mir im Leuchtturm auf King Sparrow Island. Lord Regent Havelock. Okay, damit haben wir unsere Info. Aber wir haben noch ein optionales Missionsziel, wie es aussieht. Und zu schauen, ob Emily uns was zurückgelassen hat. Vielleicht auch noch mal eine finale Nachricht von ihr, die auch den Hinweis gegeben hätte. Was ist das für ein Geräusch? Ich, Admiral Farley Havelock, empfange demütig den Mantel des Lordregenten des Staates Gristle und all seiner kaiserlichen Besitztümer, insbesondere der Hauptstadt Dunwall. Ich hoffe innig, dass meine Amtszeit kurz sein wird und dass die rechtmäßige Erbin ihre Position in etwa einem Jahrzehnt antreten wird. Ja, ja, rechtmäßig und demütig an deinem Arsch. Voll das zusammengesetzte Riesenbild, was sie hier gezeichnet hat. Süß. Das sind wir, also man sieht da das Gesicht von uns hier nicht so wirklich, aber in den Zeichnungen von Emily bekommt man einen Eindruck, wie wir ungefähr aussehen. Ein Brief von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst und dass es dir gefällt. Ich würde es gern mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsborough Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. Jo, das sollte alles gewesen sein hier. Und von daher haben wir hier, glaube ich, alles mitgenommen und können uns daran machen, Emily zurückzuholen. Ja, hier gibt es nichts mehr für uns zu holen. Nein! Das war ein klassischer Fail, wenn man die falsche Kraft auswählt. Wir fahren nach Kingsborough Island. Dorthin haben sie Emily gebracht. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Yay, wir wurden niemals entdeckt. Wir sind der Beste. Und wir haben Emilys Bild gefunden. Und ein paar Münzen liegen lassen. Aber ansonsten alles schick. Kingsborough Island. Licht am Ende des Tunnels. Die Anführer der Verschwörung der Kaisertreuen haben sich in einem monumentalen Leuchtturm verschanzt, dem letzten Militärprojekt des Lordregenten. Dort halten sie Emily fest, während sie versuchen, die Stadt noch fester in ihren Griff zu bekommen.
Es ist an der Zeit, ihnen gegenüberzutreten und über deren Schicksal sowie die Zukunft von Dunwall zu entscheiden. Da wäre besser. Ich vermute, Havelock Martin und Lord Pendleton sind schon länger an Land und in den Leuchtturm gegangen. Ich kenne sie. Ohne Kampf werden sie sich nicht ergeben. Ich erinnere mich daran, wie der Admiral und Martin über den Ort sprachen, an dem sie sich verschanzen würden, wenn nötig. Wer hier hinein will, muss die Festung und das Wachhaus stürmen. Und dann führt nur ein Weg nach oben. Es war mir eine Ehre, mit ihnen gedient zu haben. Wenn wir all das hier überstanden haben, sehen wir uns vielleicht wieder. Ihr Willkommen. Wenn es jemand verdient, dann Sie. Grüßen Sie Emily von mir. Wenn sie auf dem Thron sitzt, wird sie keine Zeit mehr für einen alten Mann wie mich haben. Ich wusste, dass sie gerissen sind, Corvo. Aber sie haben es geschafft, das ganze Chaos zu überstehen, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Dafür mein Respekt. Die Stadt fängt sich wieder, glaube ich. Zu viele gute Leute, um alles verfallen zu lassen. Ich gehe besser. Das Schlachtfeld ist kein Ort mehr für einen alten Seemann wie mich. Die Zeit ist lange vorbei. Viel Glück, mein Freund. Auf Wiedersehen, Samuel. Du alter Seemann. Und an dieser Stelle reibt das Spiel einem so richtig ins Gesicht, so, ja, du hast das gut gemacht, du hast nicht zu viele Leute getötet, du hast den Chaosfaktor niedrig gehalten, gut gemacht. Sonst sähe das ganze Level anders aus, es würde regnen, dunkle Wolken würden am Himmel hängen und alles mögliche, also hier bekommt man so das volle Ergebnis zu spüren von der Art, wie man gespielt hat, mehr oder weniger. Und wir haben eine kurz grobe Karte, der Leuchtturm ist ganz klar da hinten und davor steht eine Festung, die Festung Kingsbarrow. Ich habe die Mission eigentlich nicht so lang und schwierig in Erinnerung, aber einen letzten Hardsave ist es mir noch wert. Und es gibt nochmal eine letzte Rune zu finden. Die brauchen wir aber eigentlich auch nicht wirklich mehr. Können wir nochmal leveln? Haben wir noch irgendwas Cooles? Wir haben 8 Runen, ja. Wir können das Zeitverlangsamen mal erhöhen, dann können wir die Zeit komplett anhalten. Hält die Zeit für einen noch kürzeren Moment an. Du kannst dich normal weiter bewegen. Das ist komisch übersetzt worden. Für einen weniger kurzen Moment wäre wahrscheinlich vielleicht besser. Soweit ich weiß, wird auf der höchsten Stufe die Zeit halt komplett angehalten. Und hier bei der ersten Stufe bewegen die Leute sich immer noch so ganz langsam vorwärts. Kostet sogar 8 Runen, ja, perfekt. Dann sind wir vollends aufgelevelt. Und natürlich ist das Ganze streng bewacht, da wir gucken mal, dass wir die Leute so ein bisschen umlaufen können. Das Licht, was einen hier ins Gesicht klatscht, ey. Wo führt uns denn diese Metallluke hin? Okay, hier ist echt nur ein Item drin, ne? Das hilft uns nicht weiter. Mal einen nervigen Wachturm loswerden.
Und mir gefällt der stinkende Kanaleingang da sehr gut. Weit weg vom Blitzturm und den gierigen Blicken. Guck woanders hin. Okay, das hat ein bisschen wehgetan. Nee, ich komme da gerade nicht ganz hoch. Aber man kann da auf jeden Fall rein. Jawohl. Was ist denn hier Schönes? Stimmt es, dass Abtrünnige seit Beginn der Seuche mehr Knochenartefakte gestohlen haben? Hat der einen Schlüssel am Gürtel, den ich nicht gesehen habe? Waren wohl nur Ratten. Die sind überall. Beim Outside. Warum guckst du nach hinten? Ich brauche mir Männer für. Meine Güte, immer diese random Blicke, ey. War da was hinter mir? Jetzt hat das Spiel wieder diesen Bug, weil ich ihn geschlagen habe, dass die Klinge die ganze Zeit blutig ist, ey. Nee, der hat keinen Schlüssel am Gürtel. Okay, damit habe ich ein Blitztor außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, viel mehr ist hier auch nicht. Geht's hier noch lang? Ich bin mir sicher, dass das im echten Leben tödlich wäre, was wir gerade gemacht haben. Jemanden bewusstlos würgen, während er sich erbricht. Ich glaube, das kann nicht gesund sein. Aber gut, kurz zum Strahl bekommt er gleich eine ganz neue Bedeutung. Kontrollraumschlüssel, den haben wir nicht. Aber die Lichtwand können wir auf beiden Seiten deaktivieren, das ist schon mal gut. Es ist dunkel hier drin. Der Hans da ist. Gut, hier drin kommen wir erstmal nicht weiter. Junge, ey. Kotzt er erstmal sich das Leben raus. Der Hals da ist.
Könnte ich die jetzt einfach da runterschieben? Ja, da hinten ist ja noch jemand. Bei dir sind wir mal nicht ganz so unfreundlich. Ah ja, das ist eine schöne Zwischenebene, die gefällt mir. Dem Thief-Spieler in mir gefällt mir nicht, dass ich das Ding nicht so ordentlich zumachen kann. Naja. Lassen wir das erstmal so. Kann man die überhaupt wieder zumachen? Finde ich nicht gut. Deaktivieren ist immer gut. Testen wir nochmal unsere neue Kraft. Das Tor hier haben wir deaktiviert. Und damit sind wir in der Festung. Was war das? Hilf mir doch jemand! Ja, well. Ach, man kann da einfach drüber springen, das habe ich nicht gesehen von unten. Das habe ich nicht gesehen. Kostet mich aber auch meine volle Magie, ne? Wo geht's hier hin? Vielleicht nur ein anderer Kanalisationseingang. Was für ein Kackjob ich hier machen muss. Ich stehe einfach nur die ganze Zeit rum. Dann habe ich meine Zigaretten und meinen Whisky auch noch zu Hause vergessen. Nee, hier ist glaube ich nichts. In welche Richtung guckst du denn genau? Das sehe ich bei ihm gar nicht. Da jetzt. Das ist kurz aufgeflackert. Nee, das wäre nur ein anderer Weg rein gewesen, glaube ich. Von der Seite. Hi, ich bin gar nicht hier. Geöffnet durch einen Hebel auf der anderen Seite. Also gut gesichert ist das hier auf jeden Fall. Der hat einen Schlüssel. Kontrollraumschlüssel, ja, ist das schon mal nicht schlecht. Komm mal rein hier, mein Freund. Das öffnet uns zwar noch nicht diese Tür, aber...
da den wenigstens schon mal los. Ja gut, so komme ich hier auch rein. Hier schon mehr rumläuft, ey. Oh, hier ist die Rune, wie sie sich anhört. Nein! Der ist tot. Okay, probieren wir das nochmal neu. Hier. Da geht's auch nicht weiter. Okay, jetzt sind wir wieder am Hof, wo ich eigentlich gar nicht sein will, aber... Glück gehabt, dass meine Magie alle ist. Du Sack. Nehmen wir mal nicht an, dass man da einfach hochlaufen kann mit dem Stacheldraht.
geht nicht. Sag mir doch nochmal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Border Street dich überfallen. Sowas muss ich mir von dir nicht anhören. Aua! Ja, Stacheldraht in dem Spiel hat eine äußerst kraftvolle Wegstoßwirkung. Daran hat mich das Spiel gerade schmerzlichst erinnert wieder. Okay. Ja, war ja klar, dass es nicht ganz so einfach wird. Aber wir sind schon ganz gut im Vorankommen. Gehen wir halt außen rum. Ist auch okay. Oder ist das okay? Weiß nicht, ob das so ein guter Versteck ist. Nee, wir müssen da in die Mitte reinkommen. Das ist echt so gemacht, dass es keinen anderen Weg gibt, glaube ich. Ich meine, wir können das mal testen, aber... Ach so, okay. Random Tod. Ist in Ordnung, Spiel. I guess Havelock hat das Wasser mit Quecksilber verseucht oder so. Das bringt uns auch nichts hier. Sterbe ich schon, wenn ich hier reingehe? Ja, okay. Also das ist ein Zeichen davon, dass die Leute keine Zeit mehr hatten. Und ein bisschen eine Abkürzung genommen haben, also die Spielentwickler. Weil sowohl unsichtbare Wände als auch Instant-Tod an irgendwelchen Stellen ist halt ein Zeichen von, ja, wir hatten keine Zeit, das irgendwie logisch zu machen. So, ich hoffe, das sind so langsam die Leute, die hier in der Ecke rumlaufen. Auch wenn uns das nicht viel bringt, denn wir müssen irgendwie durch die Mitte. Natürlich ist da wieder ein Lichtwand. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen. Control Room. Ah, da hinten ist er. Ich glaube, ich habe ihn entdeckt. Da wollen wir rein. Oder rauf.
uns das hinführt. Also wenn das kein wertvoller Schlüssel ist, dann weiß ich auch nicht. Was ist das für ein Quasimodo, der hier lebt? Nee. Dass sie immer hören, wenn man einen Körper irgendwo hinlegt, das ist mir schon in der Vormission aufgefallen, ey. Ja. Vielleicht könnte ich da einfach den Tank rausziehen und dann einfach durch die Mitte gehen. Eine Kette, ey. Hat mir so einer random gesagt, ich werde dich finden. Und ich denke nur so, ja, mach mal. Sag mir, wenn du meine Wache überleben willst. Joa, da ist der Leuchtturm. Müssten wir da nur noch irgendwie unbemerkt hochkommen. So geht das auch. Na, guten Tag. Muss mich ein bisschen beeilen, ey. Die Menschenübernahme hält immer nicht so lange. Wenn ich den hier hinlege, ist das ein bisschen unverantwortlich. So ganz bisschen. Ich glaube, ich brauche noch einen Hardsafe, ey. Das ist mir gerade zu heikel hier alles. Oh, da oben ist der, seht ihr? Ich meine, ich kann mich auch nach unten begeben, aber warum sollte ich das tun? So, wir haben jetzt nicht den Aufzugsschlüssel. Das bedeutet, wir müssen irgendwie anders da hochkommen. Über die Treppen dann vermutlich. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich wieder hochkomme.
Das ist extrem schwierig, weil das in Sekunde zu sehen ist, dass du auf diesen Stahlbalken blinken kannst. Bleib ich doch gleich hier oben am besten. Spiel. Ich danke dir für den Schlüssel, mein Freund. Auf nach oben. Was machen die Körper gerade in diesem Fahrstuhl? Die haben eine komische Zuckung gemacht. Ich hoffe, die zählen jetzt nicht als tot. Die haben sich nämlich gerade in Luft aufgelöst. So, ich weiß, man kann die Treppen nehmen. Aber man kann es auch sein lassen. Bis hier wohl ein offenes Fenster gibt irgendwo. Erinnern Sie sich daran, als dies nur ein Traum einiger wütender, verzweifelter Männer im Hinterzimmer einer Bar war? Lord Trevor Pendleton, der vernachlässigte jüngste Sohn von seinen Brüdern gequält. Martin, so ein schlauer Mann, der seine Talente verschwendete, bis er seinen Glauben fand. Callista, das Kindermädchen. Der bittere Piero, der Akademie verwiesen. Samuel, ein nutzloser alter Mann, hungrig nach dem Sinn des Lebens, kann heute nicht bei uns sein. Ich selbst, ungerechterweise aufgrund einer Ehrensache, aus der Marine entlassen. Meine Freunde, gedenkt unserer Zeiten. Mir tut's fast leid, dass der Moment nun kommt. Unsere Gegner sind gefallen. Wir haben eine Kaiserin gekrönt, die Jahre braucht, um aufzuwachsen. Und wenn sie es ist, gehört sie uns. Sie ist jung. Emily die Erste könnte 60, 70 Jahre lang regieren, wenn sie gut geschützt wird. Was wir erreichen könnten. Seht, wie sehr wir die Stadt schon verändert haben. Ein goldenes Zeitalter steht bevor. Und niemand wird je wissen, was ich dafür tun musste. Ihr werdet es nicht verraten, oder? Das ist alles Martins Schuld. Hätten wir Corvo nicht aus dem Gefängnis geholt,
Hätte Corvo seinen Job nicht so perfekt gemacht, hätten wir nicht Angst und Gier verspürt. Hätte. Immer zu sicher, das war mein Problem. Niemals zögern. Zu sicher, was ich wollte. Zu sicher, was ich wollte, als andere Männer zögerten. Ich hielt es für eine Schwäche. Corvo wird zu mir kommen, wie er zu den anderen kam. Überquerte die Insel, als sei es nichts. Nur eine Frage des Wie und Wann. Aber ich habe keinen Gegenzug mehr. Alles ist zusammengebrochen. Die Schritte, die uns hierher geführt haben, machten Sinn. Als ich jung war, fuhr ich zur See. Kommandierte ein Schiff und machte Seeleute aus planlosen Männern. Baute aus ein paar Schiffen eine Flotte. Begann dann eine Verschwörung und führte fast ein Kaiserreich. Keine Kompromisse. Niemals Barmherzigkeit und Schwäche zeigen. Ich zeigte der Welt, worauf es ankam. Wille und Vision. Und keine Angst vor schmutzigen Händen. Und jetzt? Verliere ich all das an einen Mann mit einer schnelleren Schwerthand? Oder ist sie langsamer? Die Welt ist falsch. Es wird eine gute Geschichte geben. Und meine Grabinschrift erst. Zu seinen Lebzeiten befehle ich dir einen edlen Lord, einen Oberaufseher und eine Kaiserin. Der Mann, der einen Tyrannen stürzte. Admiral Havelock, Sohn des Meeres. Ja, wie man sieht, können die Verräter aus sich gegenseitig verraten. Aus Angst vor Folgen ihrer Taten. Und wir tun mal so, als ob wir unbemerkt diesen Audiographen abspielen könnten. All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme, wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug. Der muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die am meisten zu verlieren haben. Für Corvo? Ich muss sie enttäuschen. Er gehört Ihnen. Der Schlüssel zu Emilys Zelle. Sie wird sich freuen. Sie haben sie schwer beeindruckt, wussten Sie das? Sie hat ständig nach Ihnen gefragt. Wo Sie waren, was Sie gemacht haben. Ich sagte es ihr. Zuletzt sagte ich ihr alles. Von unseren noblen Zielen am Anfang bis zum Ende. Als wir ängstlich und heimlich darüber stritten, wem wir vertrauen könnten, wen wir töten müssten. Stritten, wer der neue Lordregent sein würde. Sie hörte zu, Augen weit offen. Sie ist ein interessantes Mädchen geworden. Wenn sie überlebt, wird sie eine unvergessene Kaiserin. Nur zu. Töten Sie mich oder bringen Sie mich ins Gefängnis. Ihre Wahl. Sie wird zusehen. Träume, mein Freund. Ja, ich habe kurz überlegt, ihn umzubringen, aber nicht mehr nötig. Nicht mehr nötig.
retten wir unser Töchterchen. Wer ist da? Admiral Havelock? Kavu! Ich wusste, du kommst. Wird jetzt alles gut? Werde ich Kaiserin? So endet die Zwischenherrschaft. Und nun übernimmt Emily Caldwin die Erste nach einer Zeit der Unruhen den Thron ihrer Mutter. Du wirst an ihrer Seite stehen, Corvo, um ihre junge Seele zu leiten und um sie vor denen zu beschützen, die sie ausnutzen oder ihr schaden wollen. Du sahst und hörtest zu, wo andere Männer vor Zorn geschrien hätten. Du hieltest dich zurück, statt zuzuschlagen. Und so brach mit dem Abklingen der Seuche und Emilys Aufstieg ein goldenes Zeitalter an, eingeleitet durch deine Hand. Und Jahrzehnte später, wenn dein Haar weiß geworden ist und du diese Welt verlassen wirst, wird Kaiserin Emily, Emily die Weise, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, deinen Körper im großen Grabmal ihrer Mutter zur Ruhe betten, weil du mehr für sie warst als nur ihr Schutzherr. Leb wohl, Corvo. We live for today, but we die for the next. With blood in our veins, in the air, in Dorchester, we step into. Und so endet die Hauptgeschichte von Dishonored, die Maske des Zorns. Ich liebe diesen Ending-Song. Der haut so richtig rein, also haben sie gut komponiert. Ich weiß, ihr musstet teilweise lange auf die Folgen warten. Es tut mir auch leid für all die, die die Story noch nicht kannten. Aber wir haben es doch noch geschafft. Und haben das gute Ende erreicht. Je nachdem, wie man das Spiel spielt, gibt es 3 verschiedene Enden. Und das war jetzt das friedlichste quasi. Wo der Chaosfaktor niedrig war und nicht zu viele Leute gestorben sind. Nur die, die es in meinen Augen verdient haben. Oder bei denen, wo es notwendig war. Und ja, Dishonored ist ein feines Spiel und in diesem LP habt ihr lange nicht alle Möglichkeiten und Varianten gesehen, die das Spiel zu bieten hat. Daher, wenn es euch in den Fingern juckt, holt es euch. Probiert es selber mal aus. Das Spiel wird ein bisschen zu Unrecht oft als schlecht angesehen oder vergleichsweise schlechter, wenn man es mit Thief vergleicht. Und es hat auch ein paar Nachteile gegenüber Thief. Das Schleichsystem gefällt mir nicht so, das Licht und Dunkel fehlt mir, aber in den Freiheiten, die man hier hat und in den in den Möglichkeiten einfach, die hat das Spiel einfach einen großen Wiederspielwert und es ist ebenbürtig. Es ist das, was Thief 2014 gern gewesen wäre. Dass es mehr oder weniger schlecht als recht kopiert hat. Und das nicht ohne Grund. Denn die Entwickler haben hier echt was Gutes geleistet. Und ich empfehle jedem, der Schleichspieler mag, dieses Spiel mal selber zu spielen und mal andere Wege zu gehen, als die, die ich gegangen bin. Und das Spiel hat auch noch DLCs, wo es quasi nochmal insgesamt 6 neue Story-Missionen gibt, in denen man einen anderen Charakter spielt. Die will ich auch nochmal auf diesen Kanal bringen, aber ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause von Dishonored machen. Also von dem Spiel im Gesamten, aber die DLCs will ich auch nochmal irgendwann bringen. Weil die nochmal Einblick in einen Charakter liefern, der sehr interessant ist und der hier ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und ich hoffe, trotz aller Verzögerungen und Wartezeiten hat euch dieses Let's Play gefallen. Schreibt mir gerne wie immer ein abschließendes Kommentar unter dieses Video. Und ja, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Viben wir alle noch ein bisschen zu diesem wirklich guten Ending-Song und ja, wir sehen uns wie immer im nächsten Projekt, im nächsten Video.
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und bis dann. Euer Coconut Chris. Ciao, Leute.